Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hallo zusammen. Hier unser Großplotter-Drucker. Der hat jetzt einen aktuellen Preis von gratis. Wir brauchen Platz für unseren Lagershop. Und zwar haben wir jetzt halt immer weniger Möbel hergestellt, die wir foliert haben, die wir Abdeckung genäht. Also damit konnte man Planen drucken. Wir konnten selbstklebende Folien drucken. Und so haben wir das Teil gebraucht, aber immer weniger. Und seit 2 Jahren steht er eigentlich rum. Funktioniert gut hier. Die Druckpatronen werden jetzt eingetrocknet, also die Druckköpfe werden eingetrocknet sein, aber die musste man sowieso immer wieder ersetzen. Ja, das Teil ist momentan bei Facebook Marketplace ausgeschrieben. Gibt es gratis. Die einen reden da noch von Preisen. Aber bei uns ist jetzt weg, fertig, wir drucken nicht mehr, wir können nicht mehr drucken. Ja. Das Ende ist da. Wir brauchen den Platz, wo wir jetzt die Tische haben, Nähmaschine und so weiter. Da richten wir momentan einen Lagershop ein. Das ist neu. Das ist also ein Shop in unserem Lager oder fast in unserem Lager, wo man Sachen kaufen kann, die wir an sich haben. Wir haben ein paar Kunden gehabt, die haben diese Treppe schon gekannt, wenn sie bei uns mal aufs Klo mussten. Haben gefragt? Kein Thema, können sie. Ja, beim Raufgehen sieht man jetzt hier noch die Nähmaschine. Das ist eine alte Nähmaschine, aber für unsere Zwecke hat das absolut gereicht zum Spanngurten nähen und im Planen, die schon vorgedruckt waren. Ja, ich bin hier mitten in der Baustelle. Ich mache nachher noch einen Dreh rundherum, wie es aussieht. Hier kommen Metallgestelle, also Warenhaus, Supermarkt, Regale. Die sind gebraucht, weil wenn ihr mal guckt, was so ein Regal kostet, das geht richtig in die Knete. Und davon gibt es jetzt gesamthaft etwa 50 Meter. Nicht heute, nicht morgen. Ich sag mal, im Verlauf vom nächsten 1-2 Monate, dass wir dann im März so weit sind oder ganz sind, dass man eben hier Sachen kaufen kann, die wir führen, die wir am Lager haben, aber nicht verkaufen. Das sind teilweise Thermostate, Spanngurten, die wir brauchen zum Befestigen im Transportsektor. So Gastronomschalen braucht nicht jeder, aber die liegen bei uns rum und wir brauchen die, aber wir haben die nicht da im Shop drin, noch sonst irgendwo. Wir haben teilweise LED-Lampen, LED-Scheinwerfer, Lampen für Kühlräume, Nasszellen, die wir dann in größeren Stückzahlen einkaufen und natürlich, ja, wir haben die da, aber wir bieten die nirgends an. Da fängt an bei Hauptschalter, bei Ladeboostern, bei Batterieklemmen, Kabel, Presszangen. Also nicht die Zangen, sondern die Presshülsen. Also heute kommt einer und sagt, ich brauche noch 3 Meter Kabel. Ja, dann geben wir die Kabel raus. Und in Zukunft gibt es irgendwie ein Set mit 3 Meter Kabel oder sowas. Weiß ich noch nicht. Das ist wirklich der Anfang, wie dieser Lagershop dann aussieht, das kann ich euch momentan nicht sagen. Es kommen weitere Videos über den Lagershop und ich wünsche euch einen schönen Tag.